So, Freunde, es geht weiter mit dem Let's Play London 2012 im Online-Modus. Und wir haben neue Disziplinen. Gewichtheben, Kunstspringen, 400 Meter der Damen, Speerwerfen und Hochsprung. Und wir haben die gleichen Cracks wie in der letzten Folge. 5 Briten, ein Südafrikaner, der Amerikaner hat uns gerade verlassen. Mal sehen, ob da noch ein neuer dazukommt. Und es ist noch ein Brite dazugekommen. Ja, Glückwunsch. Das heißt, wir haben hier 6 Briten, ein Südafrikaner gegen uns. Wenn das so losgeht, und so geht's auch los. Da bin ich mal gespannt. Also, ich hoffe mal, dass wir mehr erreichen als eben. Da gab's ja nur eine silberne, mit eben meine ich die letzte Folge. Da hatten wir nur Silber geholt. Und jetzt wollen wir hier natürlich beim Gewichtheben mal zeigen, was wir können. Natürlich gleich erstmal den Weltrekord angreifen. Den sollten wir eigentlich packen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir hier eine Medaille holen können. Also, 215 würde ich sagen, packen wir auch gleich mal. Und los geht's. Und das sieht gut aus. Komm. Jawohl. 215 Weltrekord im ersten Versuch. Und das sollte doch eine Medaille sein. Da guckt die Konkurrenz. Und vielleicht können wir uns sogar noch ein bisschen verbessern. Machen wir mal die 217 als nächstes. Aber die 215 alleine ist schon nicht verkehrt. Los geht's. 217 Kilo. Der sieht auch nicht schlecht aus. Jawohl, 217 Kilo. Meine Herren, und der Arm, der schmerzt. Also, dann zeigen was zum Henker. Und der macht 220. Das gibt's ja gar nicht. Da dachte ich, wir können hier Gold holen und dann kommt sowas. Dann machen wir halt 221. Ist uns doch egal. Und mal gucken, ob das was wird. Los geht's. Nein, das war ein bisschen schief. Schade, aber damit sollte uns doch Silber vergönnt sein. Da bin ich mal gespannt. Und das ist es. Also, Silber gibt's. Und zwar ganz verdientes Silber. Schön, schön. Das hat gut geklappt. Also, besserer Start. Wir haben schon genauso viele Punkte geholt, beziehungsweise Medaillen. Wie im letzten Turnier komplett. Also, schlechter kann es ja nicht werden. Es kann nur besser werden und das zeigen wir hier. Und gleich geht's weiter zur nächsten Disziplin. Ach, das ist ja schon die zweite Disziplin gewesen. Nee, Quatsch. Was rede ich denn hier? Natürlich war es die erste Disziplin. So, jetzt geht's aber zur zweiten Disziplin beim Kunstspringen der Herren 3 Meter. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da mithalten können. Da müssen wir wahrscheinlich volles Risiko gehen. Denn ein 4. oder 5. oder 6. Platz zählt hier nicht. Wir müssen unter die ersten 3, um zu punkten. Und dann gucken wir mal, was wir gegen die überwiegend britische Konkurrenz machen können. So, machen wir hier mal den schwierigsten. Los geht's. Und der sah doch gar nicht so verkehrt aus.
Das könnte gute Noten geben. Und die gibt es auch, ja, 7-8 rum. 69 Punkte. Mann, 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 das ist nur der vierte Platz. Eieiei. Da müssen wir hier richtig in die Vollen gehen. Der nächste Sprung. Und der sah wieder recht gut aus. Ein bisschen Abzüge wird es geben, aber ich denke mal so um die 8, 7, 8 Punkte rum. Mal sehen. 8, 7, 7, 8,5, 7,5, 7,5. Also 7,5 ist es geworden. 3x 85 Punkte, das ist doch sehr vernünftig. Und das ist jetzt gesamt zweiter Platz jetzt. Und an den ersten, da kommen wir nicht mehr ran. Also der ist zu gut. Das heißt, für uns geht es hier um Silber. Dritter Sprung. Und das war die falsche Richtung zum gerade machen. Das wird richtig Abzüge geben. Oh, der Athlet freut sich. Das ist zumindest schon mal ein ganz gutes Zeichen. Aber das wird Abzüge geben. Jawohl, 5 rum. 57 Punkte. Das ist nur noch der dritte Platz. Aber es ist alles noch ganz, ganz knapp. Also von Platz 2 bis Platz 5 kann alles bei rauskommen. Und wir nehmen natürlich wieder den schwierigsten. Los geht's. Vierter Sprung. Und der Sprung, die Eintauchphase wieder nicht ganz so gut. Und da ärgert er sich. Also das wird richtig teuer werden, denke ich. Ja, 6, 5. Damit kann ich sogar noch leben. Und sogar eine 6 dabei. 57 Punkte. Das ist jetzt nur noch der vierte. Und 14 Punkte auf Silber, 13 auf Bronze. Das heißt, wir müssen jetzt zwei richtig gute Sprünge machen, um noch eine Chance zu haben. Und es geht los. Vorletzter Sprung. Und ich weiß, jetzt kann das jetzt nicht schwer beurteilen. Eigentlich sah das gerade aus. Und der Athlet sieht es auch so. 8 Punkte, 9. Jawohl, das ist gut geworden. Das war ein richtig guter Sprung. 96 Punkte. Und immer noch der vierte. Mann, 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 da haben die beiden auch einen richtig guten hingelegt. Also, jetzt noch einen richtig guten, dann wird es vielleicht noch was mit Bronze. Ich bin mal gespannt. Los geht's. Oh, die Eintauchphase war wieder völlig kaputt. Nein, also ich glaube, das wird nichts mehr werden mit Bronze. Nein, dafür sind die Noten einfach viel zu schlecht. Schade, schade. Ah, und der andere hat den Sprung auch noch versaut. Also, da hätten wir eine richtig gute Chance auf Bronze gehabt. So ist es leider nur der undankbare vierte Platz. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber wir haben ja noch Disziplinen vor uns. Also, gesamt sind wir noch auf dem zweiten Platz, da der AFC for Life, AVFC for Life wieder gewonnen hat. Der wird hier wahrscheinlich auch Gesamtsieger werden, aber wir können um Platz 2 kämpfen. Und jetzt geht's zum 400 Meter Lauf und da bin ich mal wirklich gespannt. Das ist immer so eine Kraftangelegenheit, also nicht nur beim Athleten, sondern auch bei demjenigen, der den Controller in der Hand hat. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da ein gutes Ergebnis erzielen können. Das wird nämlich nicht einfach werden. Los geht's, 400 Meter, mal gucken, wie es aussieht. Und wir müssen uns hier natürlich unsere Kräfte aufbewahren. Vor allen Dingen beim Endspurt dann. Oh,
Den können wir vielleicht jetzt starten, oder ist das zu früh? Oh, der war zu früh. Oh Mann, ich hoffe, wir kommen noch ins Ziel. Ah, wir reizten hier das voll aus. Können noch mal jubeln, zack. Ach, das war gar nichts. Schade, da habe ich den Sprint zu früh angesetzt. Aber auch sonst waren wir wieder zu weit hinten. Also die Laufdisziplin, da fehlt mir so irgendwie das Geheimrezept. Das ist noch nicht so richtig gut. Und auf die Zeiten wollen wir jetzt mal gar nicht gucken, sondern eher auf das Gesamtresultat, wo wir leider auf den vierten zurückgefallen sind. Aber wir haben ja noch zwei Disziplinen, um das wieder gut zu machen. Und die erste ist wieder in der Leichtathletik. Da weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das war Weitsprung. Und Hochsprung gibt es ja auch noch. Speerwerfen. Oh, Speerwerfen. Okay. Auch so eine Wundertüte. Und wir schauen einfach mal, was wir hierbei rausholen können. Der erste Versuch. Oh. Nee. Mal gucken, können wir hier einen schönen kurzen? Jawohl, der sah doch gut aus. 15 Meter, da schocken wir die Konkurrenz. Sind wir sogar auf dem sechsten noch. Und der zweite Versuch, der wird natürlich ein bisschen besser werden. Auf 20 Meter. ...37-Grad-Winkel. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Der geht an die 90 Meter ran. Aber natürlich muss das noch ein bisschen besser werden, denn das ist nur der sechste Platz. Und der nächste Versuch. ...34 Grad. Der geht noch ein bisschen weiter, ungefähr 93 Meter. Das ist aber immer noch der sechste Platz. Also hier müssen wir schon richtig, richtig einen raushauen. Drei Versuche haben wir dafür noch. Oh, nee, so wird das nix. Der ist vielleicht sogar noch kürzer als 15 Meter. Jawohl, 10 Meter. Mal sehen, ob es jemand kürzer schafft. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also, die Briten 1 bis 5, die battlen sich hier richtig. Und los geht's. Oh, 40 Grad. Und übergetreten. Das ist beides nicht gut gewesen. Und der letzte Versuch. Und übergetreten. Mann. Der wäre sonst richtig gut gewesen. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Und damit holen wir uns hier keine Medaille. Wir bleiben bei den zwei Medaillen, also bei den zwei Punkten, bei der Silbermedaille aus der ersten Disziplin. Und auch beim Hochsprung habe ich jetzt nicht so viele Hoffnungen. Also, da werden wir richtig abserviert. So, und Hochsprung der Herren. Unsere letzte Disziplin. Und vielleicht können wir uns da noch gut aus dem Wettkampf verabschieden. Auf jeden Fall müssen wir Risiko gehen. Machen wir mal 2:34 als ersten Versuch. Los geht's.
Oh, nein, das wird nix. Und der nächste Sprung. Oh, und da sind wir drüber. 2,34 im zweiten Versuch. Und schaut euch mal an, wie knapp das war. Zack, mit der Ferse. Und da sind wir erstmal Erster mit. Mal gucken, ob wir da noch uns verbessern können. 2,36. Erster Versuch. Oh, nee. Nee, 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 nee. Da brauchen wir gar nicht springen. Und der zweite Versuch. Oh. Na, schade. Und der dritte. Nein. Diesmal die Winkel ein bisschen zu klein. Ach du Scheiße. Und da sind wir nur noch auf dem dritten, auf dem geteilten dritten. Boah. Also wir wollen hier Gold holen. Wir müssen auf 2,44 gehen. Ach, komm ey. Mann. Stange ist oben geblieben. Hahaha. Und der zweite Versuch. Ja, das sieht besser aus. Oh! 58 Grad. Das war knapp. Oh, das schaffen wir nie wieder. Ach komm. Ach komm. Ey. Vielleicht den Winkel. Ach, um Gottes Willen. Eieieiei. 2,44 würde im Moment für Gold reichen. Können wir das vielleicht packen? Weiter geht's. Oh. Nein. 50 sowieso nicht. Also 60, vielleicht 56. Ah, die Geschwindigkeit passt im Moment nicht. 62. Ah, 62 reicht da auch schon wieder nicht. Also entweder muss die Geschwindigkeit jetzt mal hoch oder wir brauchen den perfekten Winkel. Ah, das sieht besser aus. Nein, 83. Ach, Mann, ey, kann dann da jetzt nicht ein guter Winkel kommen. Aber 6 Versuche haben wir noch. Und das werden wir natürlich versuchen jetzt. Und weiter geht's. Oh. Nein. Mann, ey, warum geht der Winkel jetzt nicht? Das nervt mich gerade ein bisschen. Na, Gottes Willen. 4 Versuche noch. Nein. Besser als die anderen, aber nein. Und 3 Versuche haben wir noch. Alter, der macht hier aber auch was. Ich würde sagen, wir machen 2,46. Zack. Los geht's. Ob das noch überhaupt möglich ist? Also so auf jeden Fall nicht, aber ob das überhaupt möglich ist mit maximaler Geschwindigkeit und dem perfekten Winkel? Na, also der Winkel, ich weiß nicht, ob ich den nochmal hinkriege. Letzter Versuch. Nein, ach du Liebe. Das heißt, es ist wieder nur der undankbare Vierte. Ich weiß jetzt nicht, wie oft wir jetzt schon den vierten Platz gemacht haben in diesem Durchgang. Aber oft genug. Schade. Schade, schade. Und das war auch damit die letzte Disziplin. 5. Platz am Ende.
Das ist leider weniger, als ich mir erhofft hatte.